Herzlich willkommen hier zum Live-Event der Surprise Band aus dem Parkhotel zu Langenthal. Ich möchte euch herzlich begrüßen. Ich finde es mega cool, habt ihr eingeschaltet. Die Surprise Band selber ist schon mehrmals hier im Parkhotel auf der Bühne gestanden. Das grosse Novum, ich glaube, heute kann man sagen, wir haben live euch dabei, aber niemand vor Ort. Es wird ein sehr spezieller Anlass sein, aber wir wollen euch wirklich ein bisschen Sonne, wirklich heim in die Stube bringen, dass ihr einfach ein bisschen wieder lachen könnt, tanzen, singen. Geht euch hier wirklich völlig ungeniert einfach lösen, geniessen den ganzen Anlass. Und selbstverständlich sind auch heute wieder möglich gewesen, Wünsche anzubringen. Beat hat einen Aufruf gemacht und ich bin überzeugt, dass der eine oder andere Wunsch heute sicher erfüllt wird. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen jetzt mit dem ersten Teil von der Surprise Band. Per favore, canta per il nostro Phoenix Gloria. E dopo, Mamma Maria, grazie. Anche più nell'aria, manca una mano
nasce il sole, entra odio ed esce amore, amore e gloria. Gloria, manchi tu nell'aria, manchi come sale, manchi più del sole, sciogli questa neve che soffoca mio petto, wow wow, ti aspetto gloria. Aspetto gloria. Thank you.
sees the pale white circle where he wears his ring. He knows he's dealing her a dangerous hand, the consequences of a one-night stand. In the arms of a lover's fire, driven by a desperate hunger, to the dark of a neon light. All the heart is a lonely hunter when there's no sign of love inside. All the heart is a lonely hunter when there's no Liebe Sir Breisler, wir wünschen uns der Gambler und der Fremde vom Nick P. Grüssen tun wir einfach alle, die wir kennen. Tschüss zusammen! On a warm summer evening, on a dream of nowhere, I met up with a gambler, we were both too tired to sleep. So we took turns to stand at the window at the darkness. Boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind saying, I can see your other faces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I had no tail my bar and drank the malice swallow. Then he bombed the cigarettes and asked me for a light. And the night got deadly quiet, eyes lost all expression. And if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold them, know when to fold them, know when to walk. Sitting at the table, there'll be time enough for counting when the deal is done. Every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. It's every hand's a winner, every hand's a loser. The best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back to the window, crushed out a cigarette and faded off to sleep. Somewhere in the darkness, the gambler he broke even, and in his final words I found the needs that I could keep. You got to know when to fold it, know when to fold them, know when to walk away, know when to run, never count your money. When you're sitting at the table, there'll be times enough to count them. When the deal is done, you got to know when to hold them,
know when to fold them, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting. When the deal is done, you got to know when to hold them, know when to fold them, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the deal is done. Die erste Tanzrunde ist vorbei und normalerweise würde eigentlich in der Pause noch eine Band Gäste begrüßen. Das ist natürlich heute nicht möglich und darum habe ich es mir einfach mal geschnappt und habe gesagt, bitte kommt doch zu mir und wir talken ein bisschen zusammen. Hier neben mir ist jetzt der Beat, die Vera und der Michi, schön aufgeregt. Ich könnte jetzt sagen, herzlich willkommen, schön seid ihr hier, aber eigentlich muss man sagen, schön dürfen wir hier sein. Viele haben bewusst eingeschaltet. Es gibt aber sicher Leute, die einfach jetzt per Zufall eingeschaltet haben und gar nicht wissen, wer ihr seid. Und darum würde ich mal sagen, stellt euch doch mal einfach vor, wer seid ihr? Ja, wer Foto? Der dort rechts aussen Foto. Also das ist ja ganz einfach. Der Anfang ist immer einfach. Oder? Ich würde sagen, also, dann fangen wir bei der Vera in der Mitte an. Wenn die Männer nicht einig sein können, ja, dann fangen wir bei der Vera an. Genau, also mein Name ist Vera Hug, ich bin seit Anfangszeiten bei der Surprise Band, also gegründet als Trio, ist die auch im 2005 geworden, ist aus zwei verschiedenen Bands dann zumal gegründet worden. Und meine Hauptaufgabe in der Band ist Singen, also meine Stimme ist das Hauptinstrument. Ich spiele aber auch noch Begleitinstrumente wie Gitarre, Saxophon, ein bisschen Mugigen und ganz, ganz wichtig, Finanzen sind auch bei mir. Das ist gut, dass sie die Frauen haben. Wunderbar. Hast du nicht so viel zu tun gehabt im 2020? Nein, leider nicht. Genau. Das ist dann ein Angst. Ich mache weiter. Ja, genau, ich bin der Beat Hug, der Ehemann von Vera. Und ja, ich habe die Band geholfen mitgründen. Ich habe mir dann die Vera und ihren damaligen Duopartner eigentlich geschnappt. Und wir haben aus zwei Duos sozusagen ein Trio gemacht, weil dann zumal mein Duopartner ganz überraschend verstorben ist. Du, Daniela, hast das natürlich hautnah miterlebt, die ganze Geschichte. Und da haben wir aber eigentlich das Beste daraus gemacht. Und ich habe Pascal und die Vera dann schon kennt und an die zwei dürfen, oder mit ihnen zwei dürfen, nachher dann die Surprise Band gründen aus dem logischen Namen von Dreamland Band und Duo Surprise ist nachher dann Surprise Band geworden. Genau, und der Michi ist der Jüngste im Bunde. Hat Pascal sein Keyboard übernommen? Oder ist das, nein, ist das schon ein neues, gell? Das ist schon ein neues, ja. Also das ist schon das zweite Neue eigentlich. Ja, genau. Genau. Ja, ich bin der Michi Lutz. Bin 2017 zur Surprise Band dazugekommen. Bin aber vorher eigentlich ein ganz grosser Fan von der Surprise Band. Bin immer mit meiner Frau, mit der Corina, tanzen und irgendwann ist die Anfrage von Beat gekommen, ob ich mitmachen will. Und zuerst war ich geschockt, ein bisschen bauchpinselt und dann hat es ganz viel Arbeit bedeutet. Und heute kann ich sagen, ich habe mir einen Traum erfüllt, dass ich mit der Vera und dem Beat darf Musik machen darf. Super. Also wir sind ja wirklich mega froh, dass du dich damals entschieden hast, mitzumachen. Weil in dieser Formation, wie ihr jetzt unterwegs seid, habt ihr doch viel schon erlebt. Und die, die noch kennen, genießen es und schätzen es auch in der, wo ihr jetzt unterwegs seid, die Musik. Jetzt habt ihr ein bisschen von euch selber erzählt. Jetzt gibt es so viele, die einfach sagen, ja, pff, Musik, Band, für was kann man denn Surprise Band eigentlich brauchen? Also brauchen in dem Sinn für welchen Anlass? Seid ihr mehr einfach wirklich nur zum Tanzen da? Darum wäre ich froh, wenn ihr vielleicht auch noch die Band selber würdet vorstellen, was ist Surprise Band, an welchem Anlass? Ja. Passt sie oder passt sie eben nicht? Ich fange an mit passen nicht. Eine Techno-Party passen wir nicht. Irgendwie so eine, keine Ahnung. Jazz-Festival. Jazz-Festival. Das stimmt nicht. Wir haben mal ein Jazz-Festival Musik gemacht in der Tschechei. Doch, doch. Mit dem Kudi zusammen haben wir dort alles genau gegeben an Jazz. Ich blende noch ein paar Bilder ein. Wir haben sehr gut ausgesehen. Super haben wir ausgesehen, ja, das doch, ist doch so. Aber die Musik
passt. Ja, also für uns hat es gestimmt, es hat dort noch andere Jazzgrösse. Es war an dieser Stelle merci Muck für das Engagement. Wir haben dort in Tschechien unserer Partnergemeinde Platina haben wir einen Auftritt machen. Wunderbar. Aber das war nicht unser Kerngeschäft. Gut, wer würde denn jetzt zum Kerngeschäft noch etwas sagen? Also alles das eigentlich, wo der Beat jetzt nicht erwähnt hat, dort können wir zu einer guten Unterhaltung beitragen. Vielleicht wichtig ist zu sagen, dass es einfach bei der Surprise Band ein Gesamtpaket gibt. Es gibt nicht nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, musikalische Unterhaltung, sondern es gibt halt einfach das openfüllendes Programm. Zu dem gehört auch, dass man auf die Leute eingeht, dass man auch mal eine Moderation hat zwischen den Stücken, dass wir auch Wünsche erfüllen. Also das ist wirklich etwas, was sich integriert in Anlass. Auch bei den Kleidern. Aber da kannst vielleicht du noch etwas dazu sagen, Vera. Genau, also wir haben natürlich auch die passenden Bühnenkleider. Die meisten sind selber geschneidert und entworfen vom Beat. Also er hat auch nicht nur ein musikalisches Talent, sondern auch ein gestalterisches im Schneiderbereich. Und da sind wir auch ganz stolz, dass wir uns auch das können abheben und immer schön passende Kleider können auf der Bühne tragen. Um vielleicht noch zurückzukommen zu den Anlässen, die wir passen. Also wir können an diversesten Firmenfesten, Geburtstagen, privaten Festen, Waldfesten, Hochzeiten, also bunt gemischt an allen Anlässen, die man sich überhaupt vorstellen kann, eine Musik dabei zu haben, können wir auftreten und uns auch entsprechend anpassen. Und noch eine weitere Spezialität von uns ist, so ein bisschen Country-Musik ist unsere Passion, vor allem meine Passion. Und da sind wir so passend gekleidet, mit Boots, mit Hut, auch mal anpassen und können auch abendfüllend auch Country-Musik machen. Ja, und was vielleicht auch noch zu ergänzen ist, manchmal ist es gar nicht geplant, wie so ein Anlass aussieht. Also wir werden ja häufig wird man engagiert und sei es Hochzeitspaar oder Gesellschaft, die uns engagiert. Ja, wir hätten gerne ein bisschen Country, da würden wir uns natürlich auch passend anlegen gerade so. Aber ganz, ganz häufig ist es halt so, man ist in einem Fest und man weiss gar nicht, was passiert in dem oben. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen Spezialität, dass wir mit dem ersten, zweiten, dritten Stück merken, woher könnte der oben laufen. Und dann ist auch schon aus einem ganz gewöhnlichen Tanzanlass ein Line-Dance-Anlass geworden. Oder aus einem Line-Dance-Schiff, das wir hatten und es nicht so viele Line-Dancer hatten, ist ein Schlagerschiff geworden, halt mit Country, mit Cowboy-Hüt und Cowboy-Stiefeli und so. Und das probiere ich auch mit den Kleidern, die Vera das angedeutet hat, ein bisschen den Crossover zu bringen, das, was wir jetzt anhaben. Ganz klassische Western, ein Western-Hemdli, aber mit anderen Stoffen, die halt nicht nur dort drin passen. Also Crossover ist, glaube ich, so das neudeutsche Wort für das, was wir machen. Und ich glaube ja, auch, wenn man euch ein Repertoire kennt, dann weiss man, eben, dass ihr auch nicht einfach eingespielt seid. Ihr seid nicht nur eine Country-Band, ihr seid nicht nur eine Schlager-Band, ihr seid nicht nur eine Ländler-Band, weil auch schweizerdeutsche Liedli habt ihr ja auch im Repertoire und ein Jodel darf es mal sein, sondern dass ihr ja eigentlich auch wirklich so querbeet eigentlich aufgestellt seid von den Liedern. Und das ist ja auch etwas Spezielles, dass eigentlich jeder von euch Haupt-, also Liedstimmen hat, oder euch auch hier wirklich super ergänzen können. Jetzt haben wir natürlich viele Leute auch lustig gemacht und vielleicht im 2020 hat es ein bisschen weniger gegeben, aber für die Zukunft wird man ja euch wieder buchen. Also sprich, wir wollen doch jetzt schnell können zeigen, wie, wenn man euch buchen will. Ich glaube auch, wenn man noch nicht genau weiss, passt ihr oder passt ihr nicht, ich glaube, mal wichtig wäre, mit euch Kontakt aufzunehmen, zu schauen, wie das könnte sein. Und wie muss man hier vorgehen? Soll man anrufen oder soll man hier über die Homepage gehen? Oder was ist das, was ihr gerne hättet, wie man mit euch in Kontakt tritt? Also auf der Homepage findet man ganz sicher alle Informationen. www.surpriseband.ch zur Hauptsache macht der Beat bei uns das Booking. Einfach anrufen, ein Mail schreiben, Kontakt aufnehmen. Und dann gibt der Beat Antwort und dann findet man sich. Also es gibt eigentlich nichts, wo nicht geht. Also geht nicht, gibt es nicht. Wir versuchen alles möglich zu machen. Ja, das ist so ein bisschen die Achillesferse von uns. Also wir machen wirklich auch alles. Und manchmal kann man sich das auch gar nicht so vorstellen. Also wenn man dann auch unsere Anlage sieht, wie wir sie jetzt heute haben aufbauen, ist das natürlich für viele vielleicht abschreckend sogar, dass sie sagen, oh was, die haben so eine grosse Anlage dabei und so. Wir haben immer alles, unser Material, unseren Anhänger, fahren einen Auftritt,
schauen, was ist das für ein Raum. Ist das ein 2000er, 3000er Festhütte oder ist das eine Waldhütte? Und genau passend laden wir aus dem Anhänger ausladen und aufbauen. Und das ist uns völlig egal, ob das für 30 Leute ist oder für 3000 Leute ist. Das ist uns egal. Wie mehr, wie besser, aber nicht von der Qualität her, sondern vom Marketing her. Uns sehen natürlich die Leute, wenn ich 3000 Leute sehe, hast du natürlich 3000 Mal mehr Möglichkeiten, dass die jemand engagiert weiters. Aber grundsätzlich kosten wir nicht mehr bei einem grossen Anlass oder bei einem kleinen Anlass. Wir finden da immer gute Lösungen und passende Lösungen für die Leute. Das heisst, ihr zahlt einen Pauschalpreis und wir kommen und gut ist. Ja, was ich auch vielleicht muss sagen, wir rühmen uns hier als Country-Musiker und als Ländler oder Volksmusiker. Also wir passen sicher nicht an ein Country-Festival neben all die Country-Profis. So wie sind wir dann wirklich zu wenig Profi, die nicht tief stapeln, überhaupt nicht. Und wir passen sicher auch nicht an ein eidgenössisches Schwingfest oder Jodlerfest, sage ich jetzt mal. Da passen wir sicher musikalisch nicht rein. Dass wir jetzt sagen, wir sind jetzt die Volksmusiker oder die Countrymusiker, jetzt, um bei diesen zwei Beispielen zu bleiben. Aber trotzdem ist es halt schön, einem breiten Publikum, auch einem Firmenanlass, halt auch diesen Touch von einer rechten Countryband zu bringen. Genau. Gut, also ich würde sagen, wenn jemand interessiert ist, glaube ich, www.surpriseband.ch, das ist einmal der wichtigste Link. Da werden wir sicher auch zwei, dreimal heute noch erwähnen, dass ihr den immer wieder ein bisschen im Ohr habt. Und jetzt würde ich sagen, nur geschwätzt, weil eigentlich, wenn wir Musik hören, würde ich sagen, ihr habt euch sicher mittlerweile ausgeruht. Wunderbar. Wieder ein bisschen getrunken, seid vielleicht noch schnell auf dem WC gewesen. Und ich würde sagen, wir starten die zweite Tanzrunde. Bleib einfach du, denn das passiert mal ab und zu. Lass dir durch sowas ja die Stimmung nicht verderben. Wenn's mal nicht läuft, lehn dich zurück. Entspanne für einen Augenblick. Stell dir einfach vor, wie es damals war und genieß. Du fühlst den Südwind in deinen Haaren, reiß auf den Spuren von deinem Glück. Träum nicht nur davon, nein, mach es wieder. Du fühlst den Südwind in deinen Haaren, du fühlst die Zukunft in deinem Traum. Du musst deinen Weg zu Ende. Wenn's draußen kalt ist, bleib zu Haus. Das wird vergehen, mach dir nichts draus. Denn nach dem Regen scheint auch wieder mal die Sonne. Und bist du wieder mal allein, dann konntest du nicht traurig sein. Stell dir einfach vor, wie es damals war und du fühlst den Südwind in deinen Haaren, gehst auf den Spuren von deinem Glück. Träum nicht nur davon, nein, mach es wieder. Du fühlst den Südwind in deinen Haaren, du siehst die Zukunft in deinem Traum. Du musst deinen bist du in deinem Leben auf dem rechten Weg. Du fühlst den Südwind in deinen Haaren, gehst auf den Spuren von deinem Glück. Du musst deinen Weg zu Ende gehen. Du fühlst den Südwind in deinen Haaren, gehst auf den Spuren. Südwind in deinen Haaren, gesaugt.
Hallo zusammen. Erstmal, Beat, das ist wieder eine mega coole Idee, die du gehabt hast. Und wir freuen uns, wenn die Surprise Band wieder für uns aufspielen kann. Und wir wünschen uns Stand By Me in der Bachata-Version. Ich glaube, ihr spielt den. Und freuen uns, wenn wir den hören dürfen. Wir sind ganz gespannt. Macht's gut, bleibt gesund und hoffentlich bis gleich mal wieder live auf der Bühne. Macht's gut, tschüss! Liebe Claudia, merci für diesen wunderbaren Wunsch. «Stand by me» haben wir aber nicht im Repertoire, aber wir sind überzeugt, du meinst schon der Richtige. Den, den wir nämlich auf der CD haben, «Be my baby» in der Bachata-Version. Nacht im heißen Sand. Wir packen ein paar Sachen.
Lacher, buntes Hemd und kurzes Kleid. Schließ die Augen, träum mit mir, es bleibt dies Jahr nicht weit. Komm mir nach Blue Hawaii, liebe Strand und Sonnenschein. Blue Hawaii, eine Insel nur für uns zwei. Hand in Hand, barfuß durch den Sand. Honeymoon im Himmel blau, du und ich im Blue Hawaii. Gitarren klang und roter Wein, die Sterne schauen uns zu. Sie machen uns die Nacht zum Tag, doch der hellste Stern bist du. Betraut wird die zu Ende gehen, denn ich bin in dich verliebt. Und ich möchte dir nur sagen, ein Glück, dass es dich gibt. Komm wir nach Blue Hawaii, liebe Strand und Sonnenschein. Blue Hawaii, eine Insel für uns zwei. Hand in Hand, barfuß durch den Sand. Honeymoon im Himmel blau, du und ich im Blue Hawaii. Komm mir nach Blue Hawaii, liebe Strand und Sonnenschein. Blue Hawaii, eine Insel nur für uns zwei. Hand in Hand, barfuß durch den Sand. Honeymoon im Himmel blau, du und ich auf Blue Hawaii.
Surprise-Band. Wir vermissen euch. Wir vermissen eure Musik und die schönen Tanzübungen mit unseren Freunden. Schön, dass wir die Möglichkeit haben, eure Musik auf diesem Weg ein bisschen zu geniessen. Wir wollen mit allen, die uns kennen, ein bisschen auf Bali. Und darum wünschen wir uns natürlich. Kommt mit mir auf Bali. Danke vielmals und bis gleich. Tschüss zusammen. Sehen, wenn meine Sonne mal nicht brennt. Ein miteinanderes Leben aufbauen, einander vertrauen. Es gibt nichts, was trennen könnte. Du musst eins von uns mal weit fortgehen und bleibt sein Herz gern für einen anderen da. Weil das Schönste ist, wenn du bei mir bist, hab jetzt ein ganzes Leben lang. Komm mit mir auf Bali, die Tickets die Hani, dann schenke ich dir ein Hochzeitsring. Und wenn wir mal alt sind, ein Leben lang treu sind, schauen wir zurück und erzählen es unseren Kindern. Du nicht mal wieder ein bisschen spinnen, du schmeckst dran besinnen, dann gibt's halt auch mal Streit. Dann geht jeder für sich, liegt an Denken und sich ablenken. Jeder braucht mal seine Zeit. Solange wir wissen, was wir von uns haben und niemand und nichts uns dazwischen kommt, nehmen uns, wie wir sind, keinen Sonnenang, ab jetzt ein ganzes Leben lang. Wir strecken Füße in Sang am Palmenstrand, ein gelbe Rinja in der Hand. Und weil das Schönste ist, wenn du bei mir bist, hab jetzt ein ganzes Leben lang. Michi! Herzlich willkommen zurück nach der zweiten Tanzrunde. Wir machen es wieder gleich. Wir haben die drei wieder unter den Nagel gekrallt. Der Nagel. Aber wir haben es gekrallt. Und es geht darum, ihr merkt, das ist ein Thema, das mich schon ein bisschen Ding nervös macht. Also, eigentlich, normalerweise, wir haben es vorhin gehabt, wir können euch buchen. Das heisst, wir zahlen etwas für euch. Oder es ist ein Anlass, also der bucht, zahlt etwas, oder die haben den Anlass selber organisiert, dann zahlt man Eintritt. Jetzt ist es eine Übertragung auf YouTube. Schon am Silvester hat man euch geniessen und mit euch eigentlich das neue Jahr starten. Jetzt nochmal eine Übertragung, die euch keine Franken bringt.
Wieso macht ihr das? Schneidet ihr euch nicht ein bisschen das eigene Fleisch, dass die Leute euch nur auf YouTube schauen und gar nicht mehr kommen? Ja, die Frage ist absolut berechtigt, aber es ist so, wir natürlich durch das, dass wir nicht mehr dürfen auftreten seit dem letzten März, haben wir auch fast keine Möglichkeit mehr gehabt, außer über Facebook teilweise können Werbung zu machen, also auch in der Erinnerung bleiben von den Leuten, damit, wenn es dann wieder losgeht, dass sie dann auch wieder an unsere Anlässe kommen und uns eben buchen. Und darum nutzen wir jetzt diesen Weg, um wieder einen Schritt näher an unser Publikum herzukommen, an unsere Leute und Fans herzukommen, die uns gerne hören und damit sie wieder mal etwas von uns hören, auch uns wieder sehen, ein bisschen schauen, ja, es gibt sie noch und ja, sie machen immer noch schön die Musik, die uns gefällt. Das ist eigentlich der Grund, warum wir diesen Kanal jetzt wählen, um Werbung zu machen. Wir haben natürlich ganz viel Werbematerial, das wir eben nicht verteilen können. Darum jetzt auf diesem Weg probieren wir ein bisschen eine Alternative zu schaffen zu dem fehlenden Werbeeffekt, den wir sonst machen können. Ein anderer Aspekt ist auch, dass uns halt das Musik machen wahnsinnig viel bedeutet, ganz unabhängig von den Finanzen. Es geht darum, dass das unser grösstes Hobby ist und man einfach Wochenende für Wochenende jetzt daheim ist oder sonst irgendetwas macht, was durchaus auch mal schön ist. Aber es fehlt einfach, oder? Es fehlt das Musikmachen zusammen, zu dritten. Und wenn wir dann schon die Anlage aufstellen und miteinander einfach wieder einmal so ein paar Stücke aus dem Repertoire durchspielen und auch üben, auch wir müssen ab und zu üben, dann wieso soll man das nicht gerade ermöglichen, dass das andere Leute auch noch zuschauen können? Oder? Das ist ein zweischneidiges Schwert, weil ja, am Anfang gerade vom Lockdown, das ist so März, hat es so ein bisschen angefangen, 2020, haben natürlich viele Musiker so Stubenkonzerte gemacht und irgendwelche Sachen gemacht, teils sehr gut, teils sehr, sehr schlecht. Und dort hat man schon, der erste Gedanke von mir war eigentlich schon der gewesen, nein, jetzt können wir nicht Musik machen und jetzt gehen wir einfach nicht gratis, tun wir uns da, eine Profilierungsneurose leiden wir ganz sicher nicht, das geht nicht. Darum, dass wir uns zeigen um jedes Geld und um jeden Preis. Und wir haben das probiert, wirklich so ein bisschen zu sortieren. Wir haben das ich glaube, das ist die dritte oder die vierte Sendung, die wir machen in dem Rahmen. Und ich finde, das ist so über ein Jahr hinweg ist das eine gute Menge, ohne dass da die Leute nachher denken, ja, wir müssen ja nicht mehr gehen, 15 Franken Eintritt zahlen, einen Tanzanlass. Wir können sie, irgendwann kommen sie oder wieder und zeigen sich. Also das sicher nicht. Wir haben eine Gartensendung gemacht, ein Gartenkonzert gemacht. Wir haben ein Silvesterkonzert gemacht. Das Konzert jetzt hier. Und der Unterschied von diesen drei verschiedenen Konzerten ist eigentlich der Charakter, wo wir haben. Also im Gartenkonzert war man im Garten gewesen, natürlich eine wunderbare Kulisse in unserem schönen Garten. Silvesterkonzert waren wir in der Stube gewesen, wie es halt so ganz familiär und nach Stuben auch hat ausgesehen. Und heute wollen wir so ein bisschen präsentieren, wie das wirklich auf der Bühne aussieht bei uns, wenn wir alles zum wenn der Anhänger leer ist. Und dann sieht es halt auf der Bühne näher so aus. Das haben wir auch noch wollen zeigen. Und das ist sicher gut. Und was wir auch noch gemacht haben, ist ganz im Mai, das war eine Kochsendung oder eine Kochshow. Es war nicht nur eine Kochshow. Wir haben dort ein Rosas-Ersatz-Trösterli, im Ball gesagt, haben wir dort gemacht. Das war am 10. Mai, als wir das live gesendet haben. Für alle die Heimgebliebenen, die eigentlich mit uns wären, auf Spanien, auf Rosas gefahren. Das waren über 300 Leute wären das im 2020. Und die konnten dann können daheim einschalten. Und ja, guter Ersatz gewesen, aber natürlich Ein kleiner Ersatz, genau. Was vielleicht auch noch zu ergänzen gibt, sorry, ist, dass es natürlich wirklich ein riesiger Unterschied ist, ob man die Surprise Band auf einem YouTube-Video sieht oder ob das in einem Festzelt mit 1000 anderen passiert, wo dann halt auch die Stimmung aus dem Publikum rauskommt, wo sich ganz eine andere Ambiance entwickelt, wo das eine Symbiose gibt plötzlich zwischen dem, was im Publikum passiert und dem, was auf der Bühne passiert. Das ist völlig etwas anderes und das muss man irgendwie, also das kann ein YouTube-Video nicht ersetzen. Jetzt ist es aber auch so, dass wir nicht nur mit Handykamera in dem Sinne den ganzen Anlass filmen, sondern dass wir professionelle Kamera im Einsatz, ausgeleuchtet und alles.
oder ist nur möglich, weil eigentlich der Beat zwei verschiedene Socken anhat, auch heute. Nämlich auf der einen Seite ist der Surprise-Socken, man sieht ihn halt jetzt nicht so gut. Und auf der anderen ist eigentlich der Hug Productions-Socken. Jetzt, Beat, lässt du den Hug Productions-Socken eigentlich jetzt in dieser Zeit nur an, eigentlich für deine eigene Band? Oder wäre das auch etwas, was, wenn jemand kommt und sagt, du Beat, das ist eine coole Idee, wo du auch Hand dazu bieten? Ja, natürlich. Ich bin ja ganz schlauer, weißt du? Das wissen vielleicht viele nicht, das fällt auch nicht so auf. Aber ich bin ein ganz schlauer Fuchs. Ich habe mir irgendwann gedacht, ich mache mehrere Standbeine. Gell? Also mehrere Standbeine aufbauen. Ich mache so ein bisschen Grafikarbeiten für Reiseunternehmen, für Restaurants, für Hotels. Mache ich so Prospekte und Speiskarten und so. Das ist ein Standbein von Hug Productions. Ich mache Videoproduktionen, Tonproduktionen und Fotos für Künstler, also für Musiker. Und ich mache Homepages und so Zeugs. Und das ist so Hug Productions Standbein. Und das andere Standbein ist Musik machen. Musik kannst du immer brauchen, oder? Und dann habe ich gedacht, weißt du, da kann nichts schief gehen. Geht nicht schief, ich bin ja schlau, weißt du? Es ist Corona gekommen, gell? Und da ist mit mir im Grunde genommen das passiert, wo, keine Ahnung, ich vergleiche es immer ein bisschen mit dem Musiker auf der Titanic, der Geige spielt und sagt, ich bin ein Schlauer, weißt du, ich spiele noch Cello, kann mir nichts passieren. Also, wenn das Schiff untergeht, dann geht es mit allen Standbeinen unter. Und da ist natürlich schon Kapazitäten sind auch frei geworden. Also Hotellerie, Gastronomie, Tourismus, das ist alles lahmgelegt. Und Musiker wollen auch nicht so recht irgendwie in Zukunft investieren im Moment, was ich recht verstehe. Trotzdem habe ich ein bisschen investiert kann ich in dem Sinn nicht sagen, aber trotzdem habe ich den Schwerpunkt ein bisschen auf die Live-Geschichte gelegt. Das super Team, wo wir hier sind, wo alle in Fronarbeit arbeiten. Niemand will Geld, niemand will Lohn. Jetzt, also bei uns, wenn natürlich ein Kunde kommt, sieht das vielleicht anders aus. Aber jetzt, wir haben wirklich das riesen Glück, dass wir als Surprise-Band auf die Leute können, zurückgreifen und dass die alle mitmachen, so eine Produktion zu machen. Es braucht doch einige Leute. Und ja, da danke ich an dieser Stelle wirklich herzlich euch allen, die helfen, die Produktion hier durchzuführen. Die an der Kamera sitzen, der Regie und die Moderatorin und Nebel und Licht. Und genau, merci vielmals. So, vielleicht die letzte Fragerunde für euch. Wie geht es euch jetzt aber so? Ich habe am Silvesterkonzert so ein bisschen rückblickend zu dieser Frage gesagt, das ist ein, Entschuldigung, der Ausdruck, beschissenes Jahr 2020 gewesen. Jetzt sind wir im 2021 und der Blick ist nicht mehr zurück, sondern vorwärts gewandt. Ich gebe mir einfach Mühe, den Mut nicht zu verlieren und die Zuversicht zu behalten. Ja. Genau. Auch bei mir ist so ein gemischtes Gefühl, wenn ich so ein zurück und vorne schaue. Ich probiere auch den Fokus auf den Positiven zu behalten, die Zuversicht nicht zu verlieren, dass es gleich wieder losgeht und wir gleich wieder dürfen live auftreten mit Publikum. Und trotzdem habe ich auch in dieser ganzen Zeit, wo wir jetzt schon lahmgelegt sind mit der Musik, viel Positives können daraus herausziehen. Wir haben viel auch Zeit gehabt für unser Privatleben, was sonst oftmals zu kurz kommt. Wir haben untereinander, also vor allem ich mit dem Beat zusammen, haben wir Sachen gemacht, die wir sonst nicht Zeit hätten gehabt. Wir konnten gut fahren, wir haben viel Zeit zusammen verbracht. Und das ist doch trotz allem, was schwierig ist, auch das Positive an dem Ganzen, dass man auch wieder einmal ein bisschen gewisse Ruhe kann finden kann und ja, so im Privatleben auch wieder das einmal ein bisschen besser geniessen und ausführlicher geniessen kann. Ich glaube, es ist auch, es braucht es ja manchmal auch, man sagt immer, wenn man völlig im Trubel immer ist, man geht. Manchmal merkt man, glaube ich, gar nicht, ob man es einfach automatisch macht oder ob die Leidenschaft wirklich noch da ist. Bei euch Trainer spüre ich es immer noch, dass ihr eigentlich nicht jetzt sagt, hey, zum Glück ist jetzt, oder der Lockdown oder die Situation hat uns eigentlich gezeigt, hey, das, was wir machen, ist eigentlich, hat sich zu Tod gefahren, sondern ich spüre bei euch so das Feuer, das knistert. Wo wieder so los. Ich weiß jetzt nicht, ob es beim Beat noch knistert, ob er etwas sagen will. Meine Gedanken schweifen während dem, dass dir das so erzählt, um tausend Sachen. Und das nach dem Motto, ich bin froh, dass es mal so ist, das haben wir
eigenen Leib mitbekommen bei Veranstaltungen, die abgesagt wurden im Sommer 2020, wo du eigentlich ohne weiteres hättest durchführen können. Wir haben selber auch Veranstaltungen selber organisiert. Das war mit diesem Schutzkonzept ganz, ganz gut möglich gewesen. Und da haben wir schon ein paar Veranstalter gehabt, wo du hast gemerkt, das ist jetzt ein Fest, das einfach von Jahr zu Jahr, man macht es so wieder ab. Oder? Es ist klar, dass, ich sage jetzt einfach ein Beispiel, ich meine kein bestimmtes Fest, oder ich will auch kein bestimmtes Fest nennen. Man tut einfach am letzten im Monat macht man das, und weil man es schon immer so gemacht hat, macht man es. Und da hat es sicher ganz Haufen Vereine gegeben, die sicher auch mit Mitgliedern Schwierigkeiten haben, die haben gesagt, nein, komm, das ist jetzt eine gute Möglichkeit, dort mal einen Break zu machen, mal das Fest nicht zu machen, das Wald- und Wiesenwurst, Dorffest oder was auch immer. Und das haben wir natürlich auch gemerkt. Und wir von unserer Seite haben das auch verstanden. Zuerst haben wir überlegt, wollen wir denen halt gleich eine Rechnung schicken, weil grundsätzlich ist es so, dass wir einen Vertrag haben, wo ganz klare Regeln drin ist, eine höhere Gewalt. Und wenn man aber einen Anlass durchführen kann, und weil jetzt zum Beispiel Servierpersonal nach Aussage von diesem Verein ein bisschen überaltert ist, oder so, ist das noch eine höhere Gewalt in dem Sinn. Und so hat es ganz einen Haufen Fest gehabt, wo wir einfach beide Augen haben zugedrückt und haben müssen sagen, wir verstehen euch. Weil auch uns geht es eigentlich so, dass wir in einer Zeit lang sind wir, also ich kann nur von mir reden, aber eine Zeit lang bin ich genau auf dieser Position gewesen, man muss nicht alle Wochenende gehen. Es ist wirklich so eine Gewohnheit, hat einem beschlichen, wo man hat gesagt, jetzt geht man halt. Das ist halt so eine, und nach einem Zeitchen hat man aber gemerkt, es fehlt richtig etwas. Und ich habe so alle Gefühle durchgemacht und auch im Gespräch jetzt kommt mir das immer wieder in den Sinn, wie das ist. Und ich kann da dazu sagen, von uns, wir haben keinen einzigen Veranstalter, der abgesagt hat, und das sind doch einige, wir hatten etwa 80, 90 Mal gespielt letztes Jahr. Wir haben keinen einzigen Veranstalter eine Rechnung geschickt, wir haben das ungefähr nach Leben abgebucht. Und die Vera ist grossartig, dass sie mit den Ausgleichszahlungen, die hier laufen, und also da nicht heftig ins Detail gehen, weil es natürlich läuft auch nicht alles ganz so, wie man sich das vorstellt, aber auch die beim Bund sind natürlich masslos überfordert, weil sich die Haltsleben auch unnötig schwer machen, wie man das etwa die kennt von so Behörden. Es gibt auch Möglichkeiten, wie man euch gerade spontan, nicht erst später, wenn dann mal, sondern genau, wie man euch jetzt auch könnte unterstützen. Genau, wir haben uns überlegt, wenn wir meine Telefonnummer einblenden und einen Spendenaufruf machen, dass ihr uns per Twint oder so einen Betrag überweisen könnt. Das fänden wir irgendwie ein bisschen unpassend. In welche Kamera soll ich? Ja, wunderbar. Also, schaue ich in die Richtung? Ja, ich schaue in die Richtung. Wir haben CDs. Und wenn ihr die CDs kauft, tut ihr uns im Grunde noch gerade direkt unterstützen, und da hat er sogar noch etwas für daheim. Weil das ist eine CD mit 24 Titeln drauf, wo ihr gut dazu tanzen könnt. Die heisst Come On and Dance. Und das Kleine dran, das ist ein USB-Stick. Und mit diesem USB-Stick könnt ihr, wenn ihr kein CD-Laufwerk mehr habt im Auto, könnt ihr den USB-Stick rein tun. Und das Gäbige am USB-Stick ist, den kann jeder Vollidiot kopieren. Das ist gäbig. Wunderbar. So könnt ihr uns am besten unterstützen. Mit dem Kopieren würdet ihr uns ein bisschen weniger unterstützen. Also, die dürfen das wohl drei USB-Stick bestellen. Dürft ihr auch. Aber ja, für einen eigenen Gebrauch kopiert. Genau. Und auch hier wieder, wer gerne so eine CD möchte, unter www.surpriseband.ch kann man die bestellen online und die wird die heimgeliefert. Wunderbar. Manchmal ist es sogar, dass man es persönlich in Briefkasten bekommt. Also, von dem her gesehen, lasst euch wirklich überraschen, wie das läuft. Und überraschen, ich würde jetzt sagen, wieder genug geschnurrt. Und ausgeruht seid ihr sicher jetzt auch wieder. Und darum würde ich sagen, auf geht's und wir gehen in die nächste Tanzrunde. Viel Vergnügen! Mein Leben groß, neben dir bin ich schwerelos.
was für andere Band. Du bist ein Phänomen. Du kannst die Erde drehen. Du, dich fängt niemand ein. Der Wind trägt deinen Namen. Du bist ein Phänomen. Du, manchmal unbequem. Du bist ein echter Freund. Dein Wort hat Wort, lass alle Schatten vor. Das für andere brennt. Du bist ein Phänomen. Du kannst die Erde drehen. Du, dich fängt niemand ein. Der Wind trägt deinen Namen. Du bist ein Phänomen. Du, manchmal unbequem. Du bist ein echter mir, komm doch mit mir nach Rosas, da gehen wir an den Strand. Jeden Tag im Büro, das halte ich nicht aus, wenn die Sonne scheint und sie sagt zu mir, komm raus. Sag die Uhr an der Wand, du, es ist jetzt endlich Zeit, nach Haus zu gehen, bin ich schon längst bereit. Und das Mädchen vom Büro gleich nebenan sah ich beim Stempelautomat und so fing's an. Komm doch mit mir nach Rosas und geh mit mir zum Strand. Schau mit mir zu den Sternen, ich halte deine Hand. Komm doch mit mir nach Rosas, ein kleines Paradies. Ich spüre deine Haut, du bist mir so vertraut, du bist so zuckersüß. Einmal dort gehen wir niemals mehr zurück, denn die Sonne scheint und so groß ist unser Glück. Nur noch Sommersonne, Sand und blaues Meer. Ans Büro, na denkt schon lange keiner mehr. Und das Mädchen vom Büro gleich nebenan glaubte mir kein Wort und lächelt mich nur an.
komm doch mit mir nach Rosas und geh mit mir zum Strand. Schau mit mir zu den Sternen, ich halte deine Hand. Komm doch mit mir nach Rosas, ein kleines Paradies. Ich spüre deine Haut, du bist mir so vertraut, du bist so zuckersüß. Hey! Wollt ihr nach Rio? Nein. Wollt ihr nach Mexiko? Nein. Wollt ihr nach Rosas? Ja! Komm doch mit mir nach Rosas und geh mit mir zum Strand. Schau mit mir zu den Sternen, ich halte deine Hand. Komm doch mit mir nach Rosas, ein kleines Paradies. Ich spüre deine Haut, du bist mir so vertraut, du bist so zuckersüß. Ich spüre deine Haut, du bist mir so vertraut, du bist so zuckersüß. So, jetzt zusammen. Wie ihr seht, genieße ich den Strand, das Meer und ein feines Mikkeli. Oh, ich habe natürlich einen Wunsch aus der Ferne und alle, die mich kennen, wissen genau, was jetzt kommt. Ich sage nur Rosas 2013. Ich grüße meinen lieben Schatz und alle, die sehnsüchtig wie ich darauf warten, dass wir unsere Surprise-Band endlich wieder mal live dürfen sehen. Tschüss zusammen und mach jetzt gut. Brr, ist das kalt. Schnell rein in die warme Stube. Sternenlacht, ich komme nicht mehr draus. Deine blauen
Liebe Südpreisband, wir möchten euch ganz recht herzlich begrüßen und natürlich auch alle Fans, die hier zuschauen, alle Leute von überall. Wir bringen euch Grüße aus Lies, aus einem schönen Seeland. Und ja, wir hoffen, dass das ein gelungener Tag wird, den ihr hier macht, mit viel Musik. Und ich werde jetzt gerade Brigitte übergeben, um den Wunsch zu äußern. Und unser Musikwunsch ist «Io senza te». Eigentlich könnte man sagen «Noi senza voi». Genau. Und ich wünsche euch viel Spass für die ganze Anlass. Und wir hoffen wirklich, dass wir euch gleich wieder sehen können, begrüßen, euer Lachen sehen. Und wie sagen sie so schön in den Nachrichten? Auf Wiedersehen! Tu, quel che è stato, non parliamo ne più. Io senza te cosa farei? Io non respiro se tu non ci sei. Io senza te. Oh,